Horses and Dreams trifft 2016 auf Dänemark. Ulf Möller, was war die besondere Idee, ausgerechnet Dänemark als Partnerland zu wählen? Ja, nachdem wir ja im letzten Jahr sehr weit weg waren mit dem Gastland Australien, haben wir jetzt mal wieder etwas die Nähe gesucht. Hinzu kommt natürlich, dass Dänemark auch wirklich ein Pferdeland ist und somit auch viele Starter hier erwartet werden konnten aus Dänemark, was sich letztendlich auch erfüllt hat. Und wir sind sehr froh, mit Dänemark wirklich ein super Gastland gefunden zu haben. Im April schaut alles nach Hagen. Im Sommer diesen Jahres wird alles nach Rio schauen. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Auch das hier ist eine erste Formüberprüfung. Wie ist die Qualität der dänischen Dressurreiter, die angereist sind, hier nach Hagen einzuschätzen? Ja gut, sie haben natürlich mit Anna Kaspersack eine wirkliche Spitzenreiterin hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen sehe ich heute zum Teil auch zum ersten Mal. Ich glaube, dass im Endeffekt jedes Turnier, was jetzt stattfindet, auf einem besseren Niveau wirklich auch eine Art Sichtung für Rio ist, weil nur allein die Sichtungsturniere gar keine Rolle mehr spielen, sondern eben die permanente Formüberprüfung. Die Dressurreiter kommen Jahr für Jahr in großer Zahl hier nach Hagen und sie kommen vor allen Dingen gerne. Was ist das Besondere? Warum wollen sie hier so besonders gerne trainieren? Ist es nur die Tatsache, weil es das erste Außenturnier ist? Also das spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber was man eben auch weiß, dass hier in Hagen perfekte Böden sind, selbst wenn es mal das Wetter nicht ganz so mitspielt. Und was ich einfach glaube und auch behaupte, sagen zu dürfen, es ist von Reitern für Reiter. Wir probieren es wirklich für die Reiter hier schön zu machen, für die Pfleger, für die Pferde. Und das wird eben von den Reitern honoriert. Welchen Stellenwert hat Horses and Dreams für euch in diesem Jahr? Ja, den gleichen Stellenwert wie jedes Jahr. Horses and Dreams ist einfach ein wunderbares Turnier. Sehr, sehr schön, ideal für die Pferde, ideal für die Reiter. Und es ist einfach, hier die Saison im Freien zu beginnen, macht immer wieder Spaß. Wir werden einfach gut verpflegt, es ist alles optimal, gute Richter und von daher kommen wir immer wieder sehr gerne nach Hagen. Dann wollen wir natürlich auch den Sohnemann fragen, Sönke, du bist auch einer der Favoriten für die Mannschaft im Olympiajahr. Ist man da so ein bisschen angespannt, wenn man hier ins Viereck einreitet oder konzentriert man sich nur auf die Aufgabe? Also man konzentriert sich schon nur auf die Aufgabe, weil Rio ist noch lange hin. Wenn es klappt, ist natürlich schön, aber also ich habe jetzt nicht hier, dass ich jetzt reinreite und denke, ich muss jetzt besonders gut reiten, weil es dann vielleicht für die Mannschaft klappt. Ich denke, wenn es so klappt wie im Training, dann bin ich guter Dinge und ich probiere einfach mein Pferd so zu zeigen, wie das jetzt im Training so geklappt hat. Horses and Dreams trifft in diesem Jahr auf Dänemark und deshalb sicherlich auch ein Pflichttermin für dich, dein Heimatland. Was zieht dich in besonderer Weise in diesem Jahr nach Hagen? Ich finde das absolut toll hier. Das ist natürlich das erste Mal mit der großen Tribüne da, habe ich gestern Abend gesehen und das ist überragend, was die hier macht. Also das, ich finde das beste Turnier der Welt außen. Das ist so gemütlich, du siehst Top-Pferde. Und alles ist so Nähe. Du brauchst nicht lange Strecke gehen und so. Nee, ich finde das echt toll her. In diesem Jahr, das Olympiajahr, Rio steht vor der Tür. Auch das hier ist schon eine erste Formüberprüfung. Dänemark hat sich ja leider nicht im Springreiten, aber in der Dressur natürlich für Olympia qualifiziert. Ja. Du kennst die Szene. Was sind die Chancen der dänischen Nation in diesem Jahr? Also, wir haben ein paar richtig guten dabei, aber da auch relativ starke Nationen dieses Jahr für die Top 4, 5. So, das wird schwierig natürlich, aber wir kämpfen und wir haben ein paar neue heute da starten. Defour und Nana Merl, die kommt heute, muss wir sehen, wie stark die sind im Moment. Die zwei haben wir nicht so viel gesehen hier in die großen Turnieren. Der letzte Zeit, so dass wir entspannt, wie das geht mit die zwei da. Speziell in Dänemark, auch durch die hervorragende Arbeit von Rudolf Zeilinger, dem Bundestrainer,
kommen immer wieder hervorragende Reiter nach, die aus einem sehr, sehr großen Fundus auch schöpfen können. Und die werden immer irgendwie ein starkes Team zusammenbringen. Also ich habe die grundsätzlich mit auf der Rechnung.